So, Unboxing haben wir gemacht. Kommen wir mal zum Hardware-Video, würde ich sagen. Auch hier sage ich noch mal kurz für die Leute, die das Unboxing nicht gucken möchten: Wir haben zwei Ladestationen, zwei USB-C-Kabel, eine Anleitung und die Uhr. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz Kontrolle machen. Ach, das kommt rum oder was? Aha. Okay. So, ich würde, aber mehr Infos haben wir jetzt hier nicht, oder was? Weil bei der Ladestation zeige ich euch auch gleich nochmal. Und ich muss sagen, der Vorgänger hat schon richtig gut den Blutdruck gemessen. Richtig gut. Ja. So. Ach, da, das legen wir denn seitlich hin. Okay. Okay, seitlich hinlegen. Dann sollen wir wieder gucken, wo das ist. Das kennen wir schon. Dann haben wir auch wieder verschiedene Modis drin. Aber mit welcher App? Das habe ich jetzt hier überblättert wahrscheinlich. Alles noch zum Blutdruck. Auch nochmal erklärt, wie viel was, wie wo. Ist leider alles erstmal auf Englisch, weil die ist offiziell in Deutschland noch nicht erschienen. Die ist nämlich jetzt erst frisch raus, aber nur international. Ach, hier hat man den Code. Ja, da muss ich mir dann einen übersetzen. Oder braucht man dafür keine App? Das glaube ich eher weniger. Die Tasten haben einen schönen Druckpunkt. Ah, wir haben nur Englisch, Espanol und so. Wir nehmen das Bluetooth Pairing. Achso, ich brauche mein Handy. Bluetooth an, Bluetooth Pairing. So. Ja. Und zwar Yelp BP Watch. Achso, mit 06. Please. Install BP Doctor App and Device.
App and Ad. Yeah, BP Watch. Okay, also sollen wir. In die App reingehen. So. Uhren. Nee, nee, du gehst runter. Du gehst jetzt runter. So. Wir sind mit der BP Doctor Pro verbunden. Das ist die, die ich habe. So. Da kann man jetzt hier alles einstellen. Wir sind auf dem aktuellsten Stand. Wähle. Ja, wir haben hier halt nicht so viele Designs. Gerät. Verbunden. Kann ich jetzt einfach so ein Gerät hinzufügen oder muss ich die erst trennen? Trenne die einfach mal. Bestätigen. Hinzufügen. Verstanden. Und wir wollen die hinzufügen. So, jetzt hat er die gefunden. Koppeln. Das wird halt wahrscheinlich die sein. Ja, das ist die, weil BP Dr. Med. Also das ist die BP Dr. Und das ist die BP Dr. Med. So, und wir haben auch schon gleich ein Update. Wir sind jetzt auf Systemversion 1.0.0.10 und die neueste ist 1.0.0.12. Jetzt aktualisieren. Bestätigen. Und jetzt aktualisieren wir sie. Jetzt müssen wir mal gucken, wie groß denn der Bildschirm denn im Endeffekt wirklich ist. Das war's schon, oder was? Und doch, hä? Jetzt aktualisieren. Bestätigen. Könnte höchstens sein, dass der Akku stand zu. Nee, jetzt macht das. Wir lassen das mal kurz laufen. So. Dass ihr das mal seht, ja, wie Bilder nebeneinander aussehen. Die ist halt ein bisschen oval, die ist viereckig. Vom Display würde ich jetzt gefühlt vom ersten Moment sagen, ja, hier ist die Schrift definitiv größer, glaube ich. Und ein bisschen breiter ist es auch, ne? Schade ist, dass man nicht beide synchronisiert, also beide verbunden lassen kann. Das wäre schön, wenn da noch ein Update kommen würde, dass beide Uhren in der App drinne sind. Ja, dass man eine tragen kann, die andere lädt und dann halt einfach nur die nächste dann trägt und die andere lädt und dass das dann beide hier angezeigt werden. Und dass man dann halt hier einfach nur sagt, welche jetzt gerade aktiv ist. Das wäre schön. Aber ich denke mal, das ist mit einem Update ohne Probleme machbar. Müssen wir mal fragen. Vom Band her, wir können ja mal während wir hier das Update machen, vom Band her würde ich sagen, fast identisch. Ja, meins hier hat viele Gebrauchsspuren, ich habe sie regelmäßig getragen. Oder? Ja. Na, oben hin, also es könnte sein, dass ich mich jetzt täusche, aber nach oben hin hier ist das ein Stück breiter als das. Das geht ein bisschen weiter. Aber sonst ist es das Gleiche.
So. Hier haben wir bei der alten Version das Luftsäckchen hier. Und hier sind die Sensoren. Das kann man auch mit Schrauben hier lösen und komplett abnehmen. Und also wenn es das mal kaputt sein sollte, hier dieses Luftsäckchen, könnt ihr das hier abschrauben, lösen. Das ist ja auch hier unten auch nur mit so einem Gummiband fest. Ja. Abmachen, neues ran. Also das kann man als Ersatzteil kaufen, neues ran, festschrauben und es geht wieder. Wie es jetzt hier bei dem ist, habe ich keine Ahnung. Hier sind auch Schrauben. Ja, also so wie es aussieht, sind hier vier Schrauben und man könnte, wird wahrscheinlich auch ersatzteilmäßig dann irgendwann möglich sein, dieses dann einfach zu tauschen und ein neues rein und festschrauben und fertig. Denke ich mir mal ganz stark. Wir haben aber jetzt hier keine optischen Sensoren mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier auch aufgepumpt wird oder ob das jetzt nur Sensoren für Puls ist. Das werden wir dann noch sehen. Wir updaten erstmal. Doch, das Display ist definitiv größer. Definitiv. Wo ist denn die Taste da? So, gehen wir mal auf Einstellungen. Display. Ja. Oh, der guckt mal, wie schön hell das geht. Da können wir aber ein Stück runter machen. So hell brauchen wir das nicht. Screensaver, 5 Sekunden. Always on oder off. Braucht man, na, machen wir mal on. Mal gucken, wie lange das Akku frisst. Rise to walk. Nee, dann lass mal, wenn es an sein soll, wenn wir halt bewegen. So. Language. Haben wir jetzt noch ein paar Sprachen mehr seit dem Update? Nein. Reset. Distanz. KM. Temperatur Celsius. Damit kann ich nichts anfangen, das muss ich meine Frau fragen. Ne, Tegger weg. Jetzt nicht hier davor rum. So. Die Icons sehen schöner aus als vorher. Da haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also der ganze Aufbau gefällt mir jetzt hier etwas besser. Ich werde sie auch gleich ummachen und dann werden wir mal ein bisschen testen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Also finde ich jetzt vom ersten Augenblick gefällt mir das sehr gut. Aber ich weiß immer noch nicht, was der Akku sagt. Ich habe hier keinen Akkustand. Ach, nach unten, okay. 45%. Und ah, hier können wir dann auch. Ja, ich muss die Zeit muss ich bin nicht so schnell. Ich muss die von 5 Sekunden hochsetzen. Das ist mir nichts. So, hier können wir auch dann noch. Hier machen wir Display. Na, machen wir 15 Sekunden. Confirm. Bluetooth können wir an- und ausschalten. Vibration können wir an- und ausschalten. Wir kommen zu Einstellungen. Mond, also der Nachtmodus. Wecker an- und aus. Und Power Saving. Okay.
Wer ist denn jetzt da? Ach, meine Tochter ist gekommen. Ich denke, du wolltest feiern. Ist zu kalt draußen. So. Und dann werden wir das jetzt mal testen. Könnt ihr mal sehen, wie ich mich anstelle, anzulegen. So, könnt ihr mal sehen, was für fette Arme ich habe hier, ey. Ich mag es auch nicht, wenn das hier zu weit unten ist, dann kann ich mich nicht richtig mit dem Arm bewegen, weil ich muss ja auch Lenkrad festhalten. Ich mag es eher, wenn die Uhr so ein bisschen weiter oben ist, weil dass ich dann hier so ein bisschen Freiheit habe. So. Jetzt werden wir aber erstmal noch gucken. Moment, ich muss jetzt mal wieder hochwischen. So, der nächste Schritt. Ach jo, wir werden hier so ja direkt alles angeleitet. Start. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wählen. Ach so, wir haben nur die. Ach, hier sind ja noch weniger. Also das finde ich jetzt nicht so schön. Digital-Timer. Aktualisiere. Bestätigen. Na, da kannst du ja kaum was sehen. Also ich kann die Zahlen schlecht erkennen. Aber soll aber 1914 sein. Also da muss ein Update her. Da müssen mehr Sachen muss da passieren. Wir haben zu wenig. Wir müssen noch ein paar digitale her. Weil der Style hat mir ganz gut gefallen, aber halt. Mach ich mal lieber her, wieder. Das sieht edler aus. Also da muss was passieren. Das kann so nicht bleiben. Da müssen ein paar Skins her. So, wir haben hier Bluetooth. Smartwatch tragen. Also es ist. Ah, hier haben wir schön alles erklärt. Okay. Aber wir werden jetzt einfach mal. Hier haben wir nur die Übersicht. Ich finde es, das Neue, ich weiß nicht, ob, ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, ob sie da was geändert haben, aber ich finde das neue Display besser abzulesen und sauberer. Also ist jetzt meine. So, jetzt machen wir hier hoch. Ich mach mal so, dass ihr das seht. Da seht ihr, dass es sich aufpustet. Heute wird es bestimmt nicht so gut stehen mit mir. Ich habe heute zum Frühstück Kaffee getrunken. Zwei große sogar. Hundertachtundsechzig zu 93. Ja, ich sag ja. Das ist nicht gut. 89 Puls. Ich kann ja mal meine Frau fragen, was die dazu sagt. Foto machen.
So. Senden, WhatsApp, Schatzi, senden. Ist das ein guter oder ein schlechter Wert? Ich muss so wieder ärgern, die Frau, ey. Ich bin gemein. Ja, also ich finde es deutlich, deutlich, deutlich besser abzulesen, auch mit dem bunten, und jetzt steht beides nebeneinander. Finde ich sehr gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich kann ja auch mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch mal an, damit ihr das sehen könnt. Hier. Hier ist es, geht er dann? So, jetzt pustet er sich da auf. Das ist so richtig toll. Und jetzt geht es wieder zusammen. Ada hätte es natürlich nicht müssen. Ja. Also finde ich jetzt gut. Weil die ganze Luft, also es ist schön, dass wenn Uhren Luftsauerstoff und das alles haben. Für mich ist entscheidend der Blutdruck. Der Blutdruck ist für mich wirklich das A und O. Als Bluthochdruckpatient ist der für mich das aller, aller, aller Wichtigste. Das Problem bei mir ist, dass das halt auch mal einen Ausreißer haben kann und so. Da ist es halt gut, wenn ich sowas bei habe. Das ist auch gut. Aber diese optischen Sensoren, die funktionieren hier mit tätowierter Haut. Ja? Hier funktioniert das nicht. Das ist zu dunkel. Ja? Und hier haben wir die nicht. Oh, hier ist ja noch Luft drin. Mal rausmachen. So. Der Tragekomfort ist bei beiden sehr, sehr gut. Ich mag es auch, dass die hier was schwerer ist. Die ist jetzt was leichter geworden. Ja, die ist leichter geworden. Also die einzigen Sachen, die mich bei denen jetzt halt wirklich stören, ist, dass sie halt keine Skins haben oder halt nur wenige haben. Da muss mehr passieren. Da muss mehr Skins müssen her. Vor allen Dingen auch digitale. Auch das muss ja nicht verspielt sein. So wie das, was wir hier haben. Ja, aber mit dem Grün, das haben wir hier auch übrigens. Aber ein bisschen verspielter. Also digital vielleicht. Ein bisschen edler, eine Digitalanzeige und dann, oder so mechanisch, ihr macht das, also wenn man die Mechanik sehen kann und dann Digitalanzeige. Oder ganz schlicht, wie ich es hier hatte, halt schwarz-weiß oder so. Würde auch gut aussehen. Oder dass man die Farbe ändern kann oder was weiß ich, dass man ein bisschen anpassen kann. Aber eine digitale Uhr und dann so eine hässliche und das andere analog, finde ich nicht schön. Also das ist ein Minuspunkt. Aber so, Tragung vorher war jetzt gut. Das Ergebnis, mal gucken, was mein Weibchen sagt. Ja. Ich werde die jetzt gleich laden und regelmäßig tragen. Und dann bin ich mal gespannt. Wie sie sich im Alltag schlägt. Also sie ist auf jeden Fall leichter als die. Und vom Design her, mit diesem Schwarz-Silber, finde ich ganz schön. Ja, wir haben hier beide an der Seite Silber. Hier halt ein bisschen mehr, geht es bis rum. Hier ist dann halt die Schwarz. Hier genauso. Hier haben wir dann praktisch Silber mit den silbernen Tasten. Hier haben wir Schwarz mit silbernen Tasten. Die Tasten finde ich auf der neuen besser zum Drücken als auf der alten. Der obere, der hakt bei mir manchmal. Also hakt nicht, der geht es schwer. Und hier weiß ich immer nicht, der gibt kein Feedback ab hier. Also bei dem weiß ich nicht, habe ich ihn gedrückt, habe ich ihn nicht gedrückt oder macht halt nun mal was nicht oder so. Das ist halt bei dem Knopf hier bei der Uhr sehr komisch. Hier habe ich bei beiden Knöpfen ein schönes Feedback und weiß, ah, ich habe gedrückt. Ja, also. Wartet mal. Kann man das sehen? Wartet.
ihr seht, dass jetzt beide funktionieren. Hat man einen schönen Druckpunkt. Vom Design sehen sie schick aus. Also gefallen mir persönlich. Ja, und jetzt mal gucken, wie sie sich im Alltag schlagen, würde ich sagen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Review. Nein, das ist nur das erste Mal benutzen. Ja, hands on. Und jetzt muss ich mal gucken, wie sie sich im Alltag schlägt. Hier hatte ich ja dann damals auch ein Fazit gemacht. Da war ich ja sehr begeistert von der Uhr. Wegen dem Luftkissen, weil sowas hatte ich vorher nicht erkannt. Da haben sie ja immer nur mit Sensoren gemacht. Die war wirklich, ich habe die gemessen mit einem richtigen Gerät. Also habe erst hier mit gemessen, dann mit dem richtigen Gerät, weil beide haben auf dem Arm nicht raufgepasst. Natürlich gibt es da immer so ein, zwei kleine Unterschiede, weil ich mache die dran, messe, mache die andere ab, dann strengt man sich ja dabei an. Es ist nicht wirklich anstrengend, aber der Körper macht was. Das kann immer ein paar Prozentsatz nach oben oder nach unten gehen. Das ist immer unterschiedlich, ja. Aber die hat so genau gemessen, was ich noch von keiner anderen Smartwatch erlebt habe. Ja, also wirklich sehr, sehr dicht. Wenn ich so, ja, also meistens genau wie das andere. Und wie sagt die Ausreißer, also eigentlich kann man sagen, die war genauso wie mein echtes Gerät. Und die Ausreißer waren halt, weil ich halt mich in dem Augenblick bewegt habe. Ja, aber sonst top. Und jetzt haben wir hier, ich denke mal, hier werden Sensoren drin sein für den Puls. Hier Blutdruck, da Puls, hier sieht man ja so ein bisschen zwei so eine Sachen. Ich bin mal gespannt. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.